Das Besondere an ChatGPT und ähnlichen Entwicklungen, die es auch bei Google und anderswo gibt, ist, dass diese grundsätzlich anders funktionieren als alle bisherigen Chatbots. Das, was wir so kennen von smarten Assistenten oder vom Telefonbanking, das sind Chatbots, die geskriptet sind, die mit vorgefertigten Textbausteinen arbeiten oder vielleicht mal was aus Wikipedia vorlesen. Aber ChatGPT erzeugt ja neuen Content, erzeugt ja auf meine Frage zielgerichtet neuen Content, und das ist hier wirklich das Neue und das Andere.